Ich habe bisher gelernt, dass es etwas gibt, was ganz schädlich ist für den Körper und am allergefährlichsten ist. Was denken Sie, ist es das Ebola-Virus? Es gab doch hier, war das in eurer Nähe nicht, in Dresden, wo war denn diese hochinfizierte Leiche? Ich habe es irgendwie aus... War es in Leipzig irgendwo? So, es gibt etwas, was viel, viel gefährlicher ist und viel, viel mehr Menschen leben. Und nicht nur das Leben an sich, sondern wie viel Leid ein Mensch erlebt in seinem Körper anhand einer einzigen Sache. Und das sind die Konflikte. In diesen 11 Jahren fast, in der ich in der Praxis tätig bin, habe ich nichts gefunden, was den Menschen mehr krank macht körperlich, als die Unzufriedenheit, der Streit, die Sorge, ist ja auch ein Konflikt, die Unfähigkeit, mit den Umständen, die auf einen zukommen, zurechtzukommen. Nichts ist mehr körperlich schädlicher wie der Konflikt des Menschen. Und deshalb bin ich sozusagen in dieser Zeit ein Lehrer, ein Berater geworden, der versucht, den Menschen klarzumachen, dass ein Kampf ihn tötet. Dass ein Kampf mit anderen Menschen, mit anderen Umständen ihn körperlich, physisch auseinanderbringt. Und das ist natürlich etwas, was man nicht so leicht erklären kann, oder? Weil der im Kampf ist, meint doch, er hat jedes Recht zu kämpfen. Ja, er sieht es ja nicht ein, dass es ein Problem ist in dem Kampf selbst, in der Art und Weise, wie er es sieht. Er denkt, der Umstand ist das Problem. Ich hatte diese Woche einen 62-jährigen Patienten, der hat seit 6 oder 7 Jahren eine starke Trigeminusneuralgie auf dem linken Kopfseite. Und diese Trigeminusneuralgie, das ist der 5. Gehirnnerv, das kommt so in Phasen und das sind so wie elektrische Schläge und Schmerzen, die einen nerven. Und nicht nur nerven, sondern sie werden mit der Zeit stärker und häufiger. Und so geht man letztendlich und macht alles, was man kann, nur diesen Schmerz loszukriegen. Und jetzt geht man in 6 Jahren zu verschiedenen Ärzten und er kommt dann zu einem Arzt. Natürlich letztendlich landet man dann beim Neurochirurgen und der Neurochirurg, der liebt es, den Schädel aufzumachen und so. Nicht unbedingt nur wegen ihm, aber er sieht ja auch eine Begründung. Und so versucht man eine Dekompression des Trigeminus dort, wo er durch den Gang aus dem Schädel quasi durch diese Öffnung ins Gesicht kommt. Und meistens findet sich dort ein Gefäßchen und dann verödet man oder macht dieses Gefäßchen weg, weil man denkt, dieses Gefäßchen macht den Schmerz. Nun, bei ihm hat man keins gefunden und so hat man auch nicht viel erreicht. Er blieb mit denselben Schmerzen weiterhin, so wie wenn nichts gewesen wäre. Und jetzt hat er seit Anfang dieses Jahres eine Ärztin gefunden, die mit Schmerzmitteln dieses Trigeminus Symptom bekämpft mit 3 verschiedenen Schmerzmitteln und jetzt hat er dort
relativ Frieden. Aber seit etwa April diesen Jahres hat er Schwindelattacken. Jetzt ist der Schwindel da und er kommt plötzlich, er kommt auch in Phasen und jetzt kommt er mit dem Schwindel zu mir. Was mich die Geschichte lehrt, ich habe noch nicht seine Lebensgeschichte aufgenommen, weil er kam erst diese Woche. Aber ich weiß sicher, ohne einen Schatten eines Zweifels, dass sowohl seine Trigeminusneuralgie und jetzt der Wandel in den Schwindel, ist ja nur ein anderer Nerv. Vorher war es der fünfte und jetzt ist der achte. Aber sie sind es, die aus dem Konflikt entstehen. Weil ohne Konflikt kommt man nicht zu einer Trigeminusneuralgie. Ist völlig ausgeschlossen. Rein von der Pathophysiologie, von der Art und Weise, wie der Nerv gesteuert und gelenkt wird, ist es völlig unmöglich, dass er nicht aufgrund eines Konfliktes diese Schmerzen hat. So, der Konflikt ist etwas Physisches oder etwas Geistiges. So, wir alle erkennen, er ist eine geistige Sache. Aber der Schmerz ist ein körperliches Problem. Und ich hätte nie gelernt, dass geistige Dinge, Dinge, die ein Mensch erlebt, die ein Mensch denkt, seinen Körper so, ich sage jetzt mal, ruinieren oder ihn so aus seiner Funktion herausbringen, durch diese geistige Aktivität, die er unternimmt. Und dabei ist es ja nur, wenn wir das zu Ende kommen, nur ein Irrtum des eigenen Denkens, dass man überhaupt im Konflikt ist. Ich habe zurzeit eine Patientin, so sie ist 47 und studiert und ich erkläre ihr die Zusammenhänge und sie ist begeistert. Sie sagt, man müsste ja dann den Menschen nur etwas lehren und beibringen. Und dann könnte er doch die Sache in seinem Leben beherrschen. So, wenn man denkt und bedenkt, dass unsere Krankheiten, die meisten davon, nicht alle, aber die meisten davon, aus einem Streit, aus einem Ärger, aus einem Konflikt kommen, aus etwas, was man nicht vergessen kann. Und der Mensch nicht der Konflikt ihn krank macht, das heißt das, was die anderen, den Umstand, sondern sein Konflikt mit der Unmöglichkeit. Ich sage immer, aus dem Konflikt rauskommen ist zur Tür hinausgehen, anstelle durch die Wand wollen. Ja, der Konflikt ist nichts anderes als ein Irrtum. Ich denke, da gibt es ein Loch durch und da gehe ich es durch. Und es ist unmöglich. Man kann nicht durch die Wand, wenn sie aus Beton ist, mit unserem Körper. Man kann es nicht. Man mögt die Wand sprengen mit dem Sprengstoff, aber unser Körper ist völlig unfähig, durch die Wand da zu gehen. Und so finde ich, dass ich mit meinen Patienten reden muss über ihre Beziehungen. Und es ist manchmal fremd für meine Patienten, wenn sie zu mir kommen, zu einem HNO-Arzt, der mit ihnen über die Mutterbeziehung spricht oder über die Vaterbeziehung oder über die Kinderbeziehung oder über die Ehebeziehung. Oder den Gewissenskonflikt. Es gibt eine Menge
Konflikte und ich hoffe, wir können einige davon auch im Einzelnen so ein bisschen betrachten in den nächsten Abenden. Aber der Grundsatz, werden wir sehen, ist immer derselbe. Er ist ein Irrtum, den ich erkennen muss. Ich muss einfach sehen, durch die Wand geht's nicht. Ist klüger, durch die Tür zu gehen. Viel vernünftiger. Schadet weniger, als einfach stur durch die Wand. So, ich habe mich natürlich damit beschäftigt, wie entsteht das Ganze. Man kann ja nicht etwas nur behaupten, dass der Konflikt das Tödlichste ist, das Schlimmste. Und ich finde inzwischen auch geistig, moralisch, dass es unter jeder Menschenwürde ist, mit einem anderen Menschen zu streiten. Mit einem anderen Menschen unzufrieden sein, einem anderen Menschen zu widersprechen. Das hätte ich nie gedacht, dass das so ist. Aber inzwischen von den Gesetzen der Natur halte ich es heute auch von meinem Geist her, es ist nicht menschenwürdig, mit einem anderen Menschen oder noch schlimmer mit einem Tier zu streiten. Es ist einfach nicht so. Aber ich werde so wie alle anderen noch teilweise betrogen, dennoch in den Streit einzusteigen. Und das sind so Dinge in mir, die hervorbrechen durch eine Information. Und die Information, die man hört, warum regt sie einen auf? Das muss man sich dann ein bisschen fragen, das geht ein bisschen tiefer. Aber letztendlich ist es, weil man denkt, das stimmt nicht. Ja? Und weil man glaubt und überzeugt ist, das ist falsch. Und jetzt will man sich als Held für andere ins Zeug legen oder für sich selbst, man weiß es nicht immer genau, und merkt, wie die Gefühle durcheinander sind, merkt, dass man sich nicht mehr gut fühlt, nur weil man sich über etwas ärgert, was nicht stimmt. So, die Konflikte entstehen aus einem ausgeklügelten Irrtum, der nur im Detail erkennbar ist. Nur wenn wir den springenden Punkt sehen, wo das Ganze entsteht, sind wir fähig, aus dem Konflikt auszusteigen. So, um den Mechanismus zu erklären, müssen wir uns natürlich den Menschen anschauen, wie er funktioniert. Und wir haben ja, ich habe als Arzt immer Patienten, die haben körperliche Beschwerden. Die haben ihren Schwindel, die haben ihre, weiß ich was, Mandelentzündung. So, sie kommen mit ihrer körperlichen Not und ob das jetzt hier ist, die Not, an diesem hier oder hier und an der Nase, es ist egal, der Körper ist ein Ganzes. Eines, was ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe hier, aber ich glaube schon, es ist nicht entscheidend, wo die Krankheit auftritt. Weil der Körper ist eine
Einheit. So, ich hatte diese Tage eine Patientin, sie hatte eine Trigeminus, nicht eine Trigeminus, sondern eine Kieferhöhlenschmerz hier auf der rechten Seite, wenn das die rechte Seite ist. Und sie hatte, wo machen wir das Bein, das Fuß? Ja, machen wir hier den. Und sie hatte am linken Fuß Schmerzen, das ging schon eine. Eine Woche. So, dieser Schmerz ist 5 Tage, der ist schon etwa 10 Tage. Und wenn man den Aufbau des Menschen kennt, dass er eine Einheit ist, zumindest in 2 geteilt, werden wir sehen vom Gehirn, dann weiß man, dass die 2 Dinge, obwohl sie ganz weit entfernt sind voneinander, denselben Ursprung haben. Aber die Patientin geht mit ihrer Kieferhöhle zum HNO-Arzt, der bin ich, und sie geht zum Orthopäden mit ihrem linken Fuß. Ich mache natürlich das, was auch jeder Arzt macht, wir machen ein Bild, wir machen ein CT und wir gucken uns an, was wir da finden. Der Orthopäde kann ja auch nicht durch die Haut gucken, also macht er ein Bild und er findet eine Fraktur, er findet einen Bruch in ihrem Mittelfußknochen. Und dann nennt er das, weil sie 48 Jahre ist, eine Ermüdungsfraktur. Ja, so nennt sich das. Und dann, wie entsteht so eine Ermüdungsfraktur, fragt sich natürlich der Mensch, oder nicht? Würden Sie doch auch fragen. Naja, sind sie 48, Hormonumstellung und das Ganze. Und dann muss man sich natürlich fragen, die Hormone im linken Bein, sind die anders wie im rechten? Ja, weil das ist doch ganz verständlich, dass man sieht, aha, wie läuft die Gesetzmäßigkeit? Oder der Kalziummangel oder Magnesiummangel oder was auch immer man hat. Man findet es und dann sieht man, es ist nur an einem Teil dort und dann kann man es nicht erklären, versteht man nicht, wie der Mensch aufgebaut ist. So, für mich ist klar, deshalb nehme ich auch bei der Aufnahme des Patienten seine ganzen körperlichen Beschwerden. Nicht nur das, was in meinem Gebiet ist, weil ich kann dadurch enorm viel über den Menschen erfahren. Sein Körper offenbart, dass er in Not ist, dass etwas nicht stimmt. Und so habe ich ein Symptom, egal wie häufig es sich zeigt. Oder heute hatte ich eine Patientin, sie war in der Klinik und hat sich die rechte Schulter operiert, weil, ihr wisst ja, so Kalx ist, glaube ich, schon über 80 oder 70, ja, ich weiß es, auf jeden Fall älter. Und jetzt hat sie das und dann sagt man, das kommt vom Alter. Und jetzt ist sie ein paar Tage, ich weiß nicht, eine Woche, 2 operiert und jetzt kommt sie zu mir notfallmäßig, weil es aus ihrer linken Nase blutet. Und da finde ich so ein großes Gefäß und ich musste es überlegen, es ist fast wie ein Aneurysma. Es ist fast wie eine Aussackung, die wir dort in der Nase finden. Und dann blutet richtig, sehr arteriell. Und ja, das kann man veröden. Und dann ist es erstmal zu und blutet nicht mehr. Aber wir machen die Schulter und wir machen, und dann kommt ein paar Tage später das Nasenbluten. So, der Körper ist eine Einheit und wir lösen sein Problem nicht durch die Bekämpfung des Symptoms. Wir müssen wissen, was macht die Krankheit. Deshalb brauchen wir den Aufbau des Menschen. Und ich muss deshalb verstehen, wie er zusammengebaut ist. So, der Körper ist eine Einheit, er offenbart, dass etwas nicht stimmt. Und jetzt muss ich wissen,
kann der Körper sich selber krank machen? Oder kann er das nicht? Und die, die ein wenig von den Gesetzen der Natur kennen, wissen, dass per Gesetz sich in der Materie nichts selber zerstören kann. Es gibt keinen einzigen Mechanismus, der in der Natur existiert, wo die Materie sich selbst zerstört. Das gibt es nicht, weil das Gesetz sagt, dass alle Energie immer von außen kommt, sowohl die zum Leben führt, als auch die zerstörerisch ist. So, der Körper ist ein Opfer, aber von wem? Wer macht ihm die Beschwerden? Die Harisfraktur oder die Ermüdungsfraktur oder das Nasenbluten oder die Kieferhöhlengeschichte kommt nicht aus nichts. Kommt nichts, ohne dass es dem Körper zugefügt wird. Deshalb muss ich wissen, wer fügt es dem Körper zu. Und wir können sehen, dass wenn es etwas nicht ist, was der Körper sich selber zufügen kann, dann müssen wir uns fragen, wer tut's? Und Sie kennen ja, wir gehen daran immer mit der Ausschlussmethode und letztendlich finden die Ärzte dann nichts. Was macht die Trigeminusneuralgie? Was macht diese Fraktur? Was macht die Schultergeschichte, das Nasenbluten? So, wer tut das? Wir wissen, es muss es jemand tun. Und da habe ich mit der Zeit auch nicht von vornherein herausgefunden, dass im Menschen mehr ist als nur Zellen und Körper, weil die könnten sich ja selber nicht krank machen. Es muss eine Kraft sein, die auf ihn einführt, einströmt, und das ist sein Geist. Das sind die Gedanken. Und so wird mir klar, dass es einen Kampf auf körperlicher Ebene nicht gibt. So tun wir ein paar Blumen in eine Blumenvase. Werden die je miteinander kämpfen? Wird der eine den anderen rausschmeißen? Wird das passieren? Nein. Warum nicht? Nein, sie haben keinen Geist, der ärgern sich könnte. Ja, sie funktionieren nach Gesetz. Sie haben nicht einen Geist, der in den Konflikt eintreten könnte. So, nur der Geist, der im Menschen und im Tier ist, kann überhaupt Konflikte machen. Deshalb ist es wichtig zu sehen, wieso, wenn der Geist sich streitet, der Körper kaputt geht. Das ist eines der größten Beweise, dass der Mensch nicht aus dem Krieg kommt und es nicht ums Überleben geht, ist, dass der Konflikt tödlich ist. So hätten wir werden, kämen wir aus einer Geschichte, die des Kampfes, wo wir gekämpft hätten, damit wir überleben. Und der Kampf hätte uns gestärkt zum Überleben. Dann müssten Konflikte das Herrlichste sein, was man so hat. Dann müssten Kinder, wenn die Eltern sich streiten, sagen, ah, super. Dann müssten sie einfach schauen und jubeln. Ist das so? Absolut nicht. Kinder erschrecken vor dem Konflikt. Wenn ich mich ärgerte, musste meine Frau die Kinder nehmen und weit weg fliehen, weil es
war nicht schön zu sehen, wenn ich geärgert war. Und so muss ich verstehen, wieso, wenn der Geist im Konflikt ist, und wieso kommt er überhaupt in Konflikt? Wieso streitet er überhaupt? Wieso kann er nicht wie die Blume ruhig sitzen und ruhig sein? Ich habe mich natürlich, und ich beschäftige mich immer mehr mit diesem Phänomen des Konfliktes, weil jeder vernünftige Mensch, und ich glaube, wir sind hier alle vernünftig, würden sagen, Konflikte sind nicht gut, oder? Auch wenn wir manchmal Spaß haben dran, in der Rechthaberei. Aber wir alle sehen es ein, dass es nicht klug ist, zu streiten und einen anderen zu zwingen zu wollen, das Richtige zu tun. Aber warum tun wir es? So, zunächst lassen Sie uns erstmal anschauen, und ich mache hier eine große Zeichnung, dass wir einfach das Verhältnis verstehen zwischen Geist und Körper. Da mich dieses Verhältnis am meisten beschäftigt, weil ich muss es verstehen. Das ist doch das, was ich, womit ich im Kopf unterwegs bin. So, wir haben also hier den Körper. Und der Körper, sowie die Funktion des Körpers als auch des Geistes, ist bedingt durch seine Bedürfnisse. Hat der Körper Bedürfnisse? Ja, so, warum haben wir eine Lunge? Ja, oder warum haben wir einen Magen? Weil wir brauchen und müssen Bedürfnisse aufnehmen. Wir müssen Dinge, die notwendig sind, aufnehmen. So, der Körper hat Bedürfnisse. Und ich habe in meinen anderen Vorträgen erklärt, und ich habe jetzt hier nicht die Zeit zu beweisen, dass wir einen Geist haben, aber ich hoffe, jeder, der Fragen hat, kann sich damit auseinandersetzen. Wir haben hier den Geist. Ich weiß nicht, wie man einen Geist malen soll. Man sieht ihn nicht, aber ich weiß inzwischen, dass der Geist größer ist als der Körper. Nicht in der Form, weil ich weiß ja nicht, wie ein Geist aussieht. Aber ich weiß, er macht viel mehr wie der Körper. Er ist viel spezieller, er ist viel komplexer wie das, was wir uns vom Körper und am Körper sehen können. Und ich weiß es einfach durch die Funktion, die ich sehe, die er am Körper ausübt. Dadurch wird mir das klar über den Geist, was mich fasziniert, und ich wundere mich, dass man in der Medizin den Geist gar nicht kennt, die Gedanken gar nicht im Zentrum des Menschen sind, wo doch das, was der Mensch denkt, immer das Wichtigste ist. Es ist für mich erstaunlich, dass man, wenn man von so einer schweren Krankheit wie Krebs spricht, dass man dann vielleicht am Rande die Gedanken des Menschen erwähnt. Aber dass man nicht sagt, aha, der Geist ist der Hauptaktivator des Körpers und seiner Funktion, da müssten wir doch unbedingt kennen, was dieser Mensch denkt und wodurch er gegangen ist, was hat er erlebt, damit man ihn versteht. So, auf jeden Fall, wir müssen einen Geist haben, sonst können wir den Menschen nicht erklären, wie er funktioniert per Gesetz. Und der Geist hat auch Bedürfnisse. Haben wir geistige Bedürfnisse? Ja, viel mehr wie körperliche. Die körperlichen sind 7 Bedürfnisse. Der Geist, der hat, ich habe noch nie eine Liste aller seiner Bedürfnisse zusammenstellen können. Angefangen von Gerechtigkeit, Wahrheit,
Freiheit, was auch immer das sind, eine ganze Menge. Das ist nur ein Beispiel. So, und die Funktionen von beiden sind geprägt von den Bedürfnissen. So, der Körper, da er Materie ist, kann sich seine Bedürfnisse nicht selber befriedigen. Es sei denn, sie werden in seine Nähe gebracht. Ja, das ist so, wie die Pflanze zwar selbst aufnimmt die Dinge, aber wenn ihr niemand Wasser gibt, kann sie nichts aufnehmen. So, wenn der Körper eine Not hat, dann sendet er seine Not dem Geist. Und er kann es durch auf fünf Wegen tun. Ihr kennt die fünf Wege? Ja? Es sind die fünf Sinne. Und jetzt nehmen wir nur den ersten Sinn, wenn der Körper jetzt hungrig ist, dann sendet er dem Geist ein Gefühl. Und der Geist, der fühlt den Hunger. Die Zelle, Materie, ist gefühllos. Ja, eine Pflanze kann man berühren, sie fühlt nichts, weil sie keinen Geist hat. Sie reagiert auf etwas, aber das ist wie wenn ich in ein Blech hineinhaue und es wird schief. Es reagiert, aber es spürt keinen Schmerz. So, der Geist ist derjenige, der hier der Empfänger ist. Der Information, die vom Körper kommt. Und nur er kann sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen. Ja? SRSSSH, okay. So, nur er muss anhand dessen, was er riecht, sieht und fühlt, sich Rechenschaft geben. Er muss nämlich eine Entscheidung treffen, was er tut. Und so kommt der Hunger und es ist nicht in Konflikt mit der Wahrheit und Gerechtigkeit, dann sendet der Geist durch Gedanken dem Körper, der Gedanke macht einen Stromimpuls und der Körper gehorcht, empfängt und tut, was der Geist ihm durch den Gedanken befohlen hat. So, beide sind Sender und Empfänger. Es gibt einen leichten Unterschied zwischen den zwei. Der eine sendet durch eine Bittstellung. Der andere sendet durch einen Befehl. Das heißt, der Körper kann nicht den Geist zwingen, sein Bedürfnis zu erfüllen. Der Geist aber zwingt den Körper zu tun, was er will. Es gibt noch eine wichtige Sache, die ich hier einbaue, einfach so, dass wir es verstehen. Kann man den Körper missbrauchen? Ja? Kann man ihn? Ja, weil er ist Materie. Man kann ihn zerschneiden, man kann ihn kaputt machen. Das heißt, man kann den Körper sozusagen über, vielleicht mache ich es auf, vielleicht überwältigen. Man kann den Körper überwältigen. Man kann einen Menschen am Körper
zwingen. Er ist bezwingbar, überwältigbar. Die Frage, ist der Geist überwältigbar? Kann man den zu etwas zwingen oder nicht? Eine gute Frage, oder nicht? Das ist eines der entscheidenden Dinge, die wir wissen müssen über unseren Geist. Ob er überwältigbar ist, ob er bezwingbar ist oder nicht. So, es ist also wichtig, dass wir verstehen, und ich denke, unsere Meinungen sind ja, jeder darf seine Meinung haben, aber wir müssen ja unsere Meinung immer versuchen, auf etwas zu stützen, was Realität ist. Und in allem dem, was ich bisher über den Geist des Menschen herausfinden konnte, ist, er ist nicht überwältigbar. Nichts kann ihn bewegen, außer er selbst. Kann man ihn nicht überzeugen, etwas zu tun, tut er es nicht. Weil er so gebaut ist, dass er sich immer selber steuert. Niemand kann an ihn steuern, außer er unterstellt sich. Außer er sagt, aha, da kommt der Hunger, was ist gut zu essen. Das ist, er unterstellt sich. Ein Spion wird gefoltert. Und wenn ihm jetzt sein Geheimnis wertvoller ist, wie der Schmerz, der ihm zugefügt wird, dann was wird er tun? Er wird sich nicht unterstellen. Aber wenn er meint, der Schmerz ist dem Geheimnis nicht gleich an Wert, dann was wird er tun? Dann wird er nachgeben. Okay? Aber man kann den Geist nicht erzwingen. Man kann den Körper töten, dann hat der Geist auch keine Funktion mehr. Aber man kann ihn nicht zwingen, etwas zu tun. Er muss selbst handeln. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, die wir wissen müssen über den Geist. Er kann nicht gezwungen oder bezwungen, wie gesagt, gezwungen. Werden, er kann nur überzeugt werden. Er kann nur überzeugt werden. So, der Geist ist also frei, der Körper ist gebunden. Ja? Sie sind beide gebunden in der Funktion aneinander. Weder Geist noch Körper kann ohne einander funktionieren. Aber sie haben unterschiedliche Funktionen. Der eine kann nicht tun, was der andere tut und umgekehrt. Ja? So, keiner kann die andere Stelle einnehmen. Sie sind einfach eine Einheit. Man könnte sagen, so wie im Computer, Software und Hardware. Solange sie gut miteinander funktionieren, ist alles gut. Dann müssen wir eine andere wichtige Feststellung machen. Kann der Körper Fehler machen? Oder nicht? So, kann Ihr Auto Fehler machen? Ja, das heißt, können die Kugelschreiber Fehler machen? Verstehen Sie, Materie hat weder einen Fehler noch einen Nicht-Fehler sozusagen. Das heißt, die Materie ist so gemacht, dass sie in einer gewissen Weise funktioniert. Unser Körper kann keine Fehler machen, weil er ja keine Intelligenz hat. Das, was er sendet, ist richtig. Er sendet nie was Falsches, weil seine Sendung immer eine Konsequenz ist eines Zustandes.
ob er jetzt hier ein gutes Gefühl sendet oder ein schlechtes. Das muss immer und kommt immer aus einem Grund. Am Körper kann ich mich hundertprozentig orientieren in seiner physischen Funktion, weil er entweder richtig funktioniert oder fehlfunktioniert, aber das nicht aufgrund einer Wahl, sondern weil es ihm zugefügt wird. So würde ich sagen, der Körper kann Fehler machen, dann an was soll ich mich denn orientieren? Ja? Wo soll ich dann sagen, aha, gut, wer ist jetzt falsch, der Geist oder der Körper? Nun, der Körper ist nie falsch. In dem, was er tut, weil er ist nicht geistig, er ist nicht intelligent. Er funktioniert so wie ein Mechanismus, der ist festgelegt zu funktionieren. Er kann fehlfunktionieren, er kann richtig funktionieren, aber er ist nur eine Funktion. Und ich kann sagen, wenn er fehlfunktioniert, dann muss ich herausfinden, warum funktioniert er fehl. Weil er selbst sich ja nicht fehlfunktionieren steuern kann. So, er macht keine Fehler, weil er nur Opfer ist, immer. Ja? So, kann überwältigt werden. Körper macht keine Fehler. Ist völlig ausgeschlossen, dass ein Mechanismus einen Fehler macht, der rein atomisch ist. So, wenn er sendet etwas zum Geist, ist es richtig und ernst. Ja, wenn jetzt jemand Alkohol trinkt und seine Fähigkeit zu gehen wird eingeschränkt, dann, wenn der Körper das zeigt, hat er Recht oder nur Unrecht? Er hat Recht, okay? So, der Körper ist also nicht den Fehlern unterworfen, er ist nur der Funktionsstörung unterworfen und dem Kaputtgehen unterworfen. Aber jetzt gucken wir uns den Geist an. Ist der Geist fähig, Fehler zu machen und Irrtümer zu denken? Nun, schon aus der Fähigkeit der geistlichen Welt, sage ich jetzt mal, kann man Fehler machen, weil man etwas irrtümlich denken kann. Aber wir verstehen, dass wir nur im Geist lernen können und nur im Geist können Fehler sein. Im Körper können sie nicht sein. Können nur Funktionsstörungen sein. Ja? So. Deshalb ist es wichtig, dass ich weiß, der Geist hat die Fähigkeit zu entscheiden, und dort, wo man eine Fähigkeit hat zu entscheiden, kann man richtig oder falsch entscheiden. Ja, automatisch ist es im Geist gegeben. Ein Geist kann sich irren. Muss nicht, aber kann. Das ist auf körperlicher Ebene nicht möglich. So, er kann entscheiden, er kann lernen. Ja, er muss lernen. Wir sehen ja, wie die Kinder lernen, während sie sich entwickeln. Und er muss vor allen Dingen lernen, das Richtige zu tun. Oder? So, jetzt auf der subjektiven Ebene kann jeder behaupten, er tut das Richtige. Kann er? So, wer will Recht haben? Diese Ideologie oder die Ideologie oder die Ideologie?
Wer kann sagen? Wer will es letztendlich entscheiden? Das Schöne ist, wofür ich sehr dankbar bin, ist, man kann es sehen, ob es richtig ist, am Körper. Weil der ist auf den Geist geeicht. Könnte man das so sagen? Der kann nicht anders funktionieren, außer der Geist gibt ihm das Richtige, den richtigen Stromimpuls. Gibt er ihm den falschen, wird er durcheinander gebracht. Ist es der falsche Gedanke, wird das System gestört, weil das System ist auf einen Gedanken geeicht, der stimmen muss. Und wenn er nicht stimmt, dann muss auch der Gedanke falsch sein. Deshalb habe ich hier einen Begriff geprägt. Ich weiß nicht, ob es noch jemand anders verwendet. Es ist der Begriff körpergerecht denken. Das heißt, der Körper hat hier eine Erwartung, eine Eichung. Und ich muss mit meinem Geist körpergerechte Gedanken haben. Körpergerechte Gedanken. Deshalb kann ich, was richtig ist und falsch, am Körper messen, was der Geist denkt. Das ist das Schöne an der Sache. Ich hatte heute einen Patienten, ich habe ihn 7 Jahre nicht mehr gesehen, und er sagte, ja, er hat jetzt gesehen, dass in den üblichen Religionen und so weiter gibt es keine Antwort, und jetzt ist er zur Spiritualität übergetreten und er versucht, Dinge herauszufinden. Ja, subjektiv kann man sagen, das befriedigt nicht, das befriedigt nicht. Aber ich muss doch verstehen und ich muss meine Ideologie, meine Gedanken, mein Denken, was ich habe, am Körper messen. Und wenn Gedanken für den Körper Kraft sind und der Körper ist geeicht auf die Gedanken, dann kann man wissen, wenn die zwei in Einheit sind, dann funktioniert alles gut und richtig. Gibt aber der Geist den falschen Impuls hier, kann der Körper nicht falsch sein, immer nur der Geist. Ja, der Körper kann nicht falsch reagieren auf den Geist. Ja, kann Ihre Lampe falsch reagieren aufs Licht? Verstehen Sie, das ist völlig unmöglich. Der Körper reagiert, wie er gemacht ist zu reagieren, und steuert der Geist ihn gut, läuft die Maschine gut. Steuert der Geist ihn schlecht, läuft die Maschine schlecht. Ja, so deshalb muss ich die Gedanken des Menschen messen können, wenn sie am Körper eine Wirkung haben. Und so habe ich meinem Patienten gesagt, ich lade ihn gerne an, dass wir uns damit unterhalten, weil ich habe ihm gesagt, wenn wir den Menschen verstehen, wie er gebaut ist, also wenn wir verstehen diesen Zusammenhang, wie wir strukturiert sind und aufgebaut sind, dann gibt es keine Streitereien mehr über die Ideologie. Weil wir verstehen, das System ist so gebaut, dass wir daraus genauestens entnehmen, welches Bedürfnis gestillt werden muss und nicht. Der Schlüssel liegt in der Erkenntnis der menschlichen Struktur. Habe ich ein Modell, wie etwas funktioniert? Kann ich alle Dinge ableiten? Dann weiß ich, was er braucht. Dann weiß ich, was stimmt, weil ich kann es ja messen. Ich kann es nicht nur subjektiv messen, ich kann es an der totalen Funktion des Menschen messen. Ist der Geist richtig, steuert den Körper richtig, dann muss es richtig sein. Ja? Ist es aber nicht so, dann
muss der Geist zur Rechenschaft gezogen werden, weil er macht irgendwo einen Fehler. Und schauen Sie, am Konflikt habe ich etwas gelernt. Der Geist kommt also in Konflikt mit seinem eigenen Bedürfnis. Hätte er kein Bedürfnis, würde er nie einen Konflikt brauchen. Ja? Gott ist ja definiert als mit Bedürfnissen oder ohne Bedürfnisse. So, rein von der, ja, niemand würde sagen, Gott, wenn er existieren würde, hat ein Bedürfnis. Und das stimmt. Deshalb kann man Gott je zum Streit motivieren. Kann man? Nein, ist unmöglich. Weil er braucht nichts. Wir werden alle provoziert zum Streit, weil wir etwas brauchen. Der Geist würde nie streiten, hätte er alles, was er braucht. Ja? So, das ist eingebaut. Wir brauchen Bedürfnisse. Und wir streiten, weil wir an unsere Bedürfnisse nicht drankommen. Deshalb ist das so verzwickt. Ich brauche es doch, ich brauche doch Gerechtigkeit, ich brauche doch Wahrheit. Und hier habe ich gemerkt, dass in unserer Funktion, in unserer Denkweise, die Religion, ganz egal welche, die Quelle nicht berührt. Das heißt, die Schaltung, die der Geist tut, um krank zu werden, ist religionsunabhängig. Das heißt, ich kann Ihnen eine Geschichte aufzeigen und Sie werden alle gleich reagieren. Ganz egal, was Sie glauben. Ganz egal, welche Ideologie Sie vertreten. Und das nicht einmal, weil Sie eine Wahl haben. Nehmen wir ein Beispiel. Es ist zwar nicht Mutter-Kind-Konflikt, aber wir könnten auch das nehmen. Eine Frau, 70 Jahre alt, erfährt, dass ihr Mann sie seit 1975 betrügt. Das erfährt sie 2010. So, 2010 erfährt sie aus einem Zufall, dass ihr Mann sie seit 1975 betrügt. Hat diese Frau eine Chance, nicht krank zu werden? Was denn? Ja, hey, kann sie denken, was der Mann getan hat, berührt mich nicht? Kann sie das? Berührt meine Bedürfnisse nicht. Kann sie oder kann sie nicht? Sie hat doch einen Gerechtigkeitssinn, sie hat einen Wahrheitssinn, sie hat einen Treuesinn und sie sagt, ich habe ihm 35 Jahre vertraut, ich kann ihm jetzt nicht mehr vertrauen. Konflikt oder nicht? Jeder, der in dieser Situation wäre, hätte eine Schwierigkeit. Inklusive ich. Weil ich denselben Irrtum in meinem Geist habe, wie alle anderen Menschen auch. Und wenn das, was Religion nennt, sich nennt, den Irrtum im Geist nicht behebt, ist seine Ideologie null und nichtig. Sie funktioniert nicht. Sie funktioniert nicht, weil der Körper wird krank bleiben und der Geist wird im Konflikt bleiben. Wir werden nur dann nicht mehr streiten, wenn wir den Irrtum aus unserem Kopf entfernt haben.
dass wenn jemand 35 Jahre uns belügt, uns was angetan hat oder nichts angetan. Wer könnte sagen, er hat mir nichts angetan? Aber das hört sich so, wer gesund ist, da ist der Geist okay, da ist alles in Ordnung. Und wer krank ist, oh Gott, der muss sich dann ja schämen, der ist schuldig, der ist ja nochmal obendrauf. Also. Nun, das ist leider das, wo wir wiederum, ich sage jetzt mal, im Irrtum unseres Geistes hineinkommen, weil wir denken, wir tun es absichtlich. Ich mache ja keinem meiner Patienten einen Vorwurf. Ich könnte ja dieser Frau, die entdeckt jetzt, dass ihr Mann sie betrogen hat, die nicht mehr schlafen kann, die körperliche Beschwerden angefangen hat zu bekommen in 3 Jahren, die jetzt in der Nacht herumfährt mit dem Auto und guckt den Himmel an und sagt, was soll ich nur tun? Der will ich ja nicht eine Bürde aufladen. Aber ich muss ihr doch zeigen, wo der Fehler liegt, oder nicht? Liegt er beim Mann oder bei ihr? Weil wer hat denn Schaden? Ja, ich muss ja jemanden behandeln als Arzt. Sie hat körperliche Schäden. Ich kann ihren Mann doch nicht zur Verantwortung ziehen, wenn er sie nicht geschlagen hat. Für ihre körperlichen Beschwerden. Wenn die nur aus der Verarbeitung ihres Geistes kommen bezüglich der Situation ihres Mannes. Verstehen Sie die Situation? Es ist nicht eine Schuldzuweisung, es ist im Prinzip eine Rettung. Dass der Mensch aus der Not herauskommt, wenn er sieht, aha, mein Mann konnte mich 35 Jahre betrügen, aber das muss mich nicht krank machen, wenn ich es erfahre. Solange ich es nicht erfahre, weiß ich nichts. Ja? Weil ich sehe doch meine Patienten, die sind alle Gefangene der Situation, nicht weil sie wollen. Deshalb ist es völlig egal, welche Religion sie haben. Und ich bin ja dankbar, ich habe jetzt in knapp 11 Jahren und durch die Länder, die ich gereist bin, ja, fast alle Religionen durch. Und ich finde die Leute mit denselben Situationen, mit derselben Not. Es ist nicht eine Wahl, die sie haben. Nehmen wir die Mutter-Kind-Geschichte, wir morgen Abend deutlicher reingehen. Kann die Mutter... Und ich habe dieses Beispiel schon immer erwähnt, weil ich schon immer es mich berührt hat und das geht aus meinem Kopf auch nicht raus. Wenn deine 11-jährige Tochter missbraucht und bestialisch ermordet wird, kann dann die Mutter über dieses Ereignis hinweggehen, ohne krank zu werden? Nein. So, das heißt, wir können uns alle einigen, dass hier eine massive Situation dasteht, aber der Mörder berührt den Körper der Mutter nicht. Und ich sehe diese Frau 2-mal in meinem Leben, weiß nicht, ob sie noch lebt, einmal nach 6 und einmal nach 8 Jahren. Und ihr Körper ist matsch. Sie ist berentet in den besten Jahren ihres Lebens. Sie kann nichts mehr tun. Aber warum nicht? Ich will doch als Arzt helfen. Ich habe ja, sage ich jetzt mal, bin nicht in eine Praxis gekommen, dass ich dann vor so einem Fall wie stehen soll? Hilflos? Weil wenn ich hilflos stehe, dann sage ich, muss man halt das Ganze so annehmen. Pech gehabt, nicht? Schicksalsschlag, was auch immer. Aber am Extrem, so ein Extremfall, können wir es erkennen, wir denken alle gleich. Und als ich nur dachte, eines unserer Pflegetöchter könnte missbraucht werden, ich habe mir ja schon gesehen mit der Waffe den Mann tötend. Aber wäre es richtig gewesen oder falsch? So, warum leben Menschen in Ängste?
Warum habe ich in Angst gelebt, dachte, jetzt klingelt das Telefon und irgendwo kommt irgendeine Nachricht. So, ich muss also die Not verstehen, nicht die Schuld zu weisen. Mir geht es nicht um irgendjemanden schuldig zu machen, mir geht es um das Verständnis des Menschen. Warum ist er nicht fähig, in einer gewissen Situation, die ihn mehr oder weniger in Konflikt kommt mit seinen Bedürfnissen, nicht dieses Ding hier unten kaputt zu schlagen durch sein eigenes Denken. Das ist die Tragik. Und wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der Menschheit durch die Konflikte, die sie haben, an dem eigenen Irrtum ihres eigenen Denkens leidet, dann ist das für mich Himmelsschrei. Und wir operieren diesen armen Mann an seiner Trigeminusneuralgie. Aber wir denken nicht, dass wir ihm helfen sollten, in seinem Geist etwas zu verändern, das den Schmerz im Körper aufhebt. Die Störung nicht mehr produziert. Das ist so die Tragik. Ich muss wissen, was passiert. Und die Gesetze der Natur, deshalb habe ich ja auch das Fürchten in der Natur gelernt. Die Gesetze der Natur kennen keine Gnade. Schmeißen Sie Ihre Hand ins Feuer, wird sie brennen. Und denkt der Geist etwas, was der Hand den Karpaltunnelsyndrom macht, nämlich, dass der Nerv dort nicht mehr funktioniert, dann ist es dasselbe. Es ist etwas nicht körpergerechtes. Ganz egal, wie begründet die Idee des Geistes wäre. Ganz egal, wie begründet die Idee des Geistes wäre. Ich habe meine Patienten, sind nicht schuldig an ihren Krankheiten. Sie haben gar keine Wahl, sich sie nicht zu machen, entsprechend des Umstandes, in dem sie sind, weil sie in sich selbst einen Fehler tragen in ihrem Denken. Und das Schöne ist, dass der Fehler nicht einzigartig ist. Das heißt, in jedem Menschen ein anderer, sondern dass in jedem Menschen der Geist des Menschen denselben Fehler hat. Und das ist schön, weil damit weiß man, wo man anpacken soll. Da sieht man, dass die Grundidee des Konfliktes in der Basis bei allen Menschen existiert, und weil es den Körper zerstört, muss es ein Irrtum sein. So, wie entsteht der Konflikt? Er ist ein rein geistiges Problem. Er entsteht, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, das war schon vieles theoretisch, so Konflikt. Wenn der Geist kein Bedürfnis hätte, das er bräuchte, was fehlt der Mutter, der ein Kind umgebracht wird? Was wird durcheinander gebracht in ihrem Geist? Nun, der Sinn, einfach der Sinn für Gerechtigkeit, der Sinn für den Respekt vor einem anderen Menschen. Ist es falsch, dass man sich aufregt, wenn jemand anders Falsches tut? Ist es falsch, dass man es erkennt? Nein. Aber wie man darauf reagiert, mag uns sehr krank machen. Das heißt, wir haben ein fest setiertes Bedürfnis. Das ist in jedem Geist gleich. So wie wir eine Eichung für das, was der Körper braucht, haben, haben wir eine Eichung für was Gerechtigkeit, was Wahrheit, was Liebe, was all diese Dinge, Treue, sind festgelegt in einem jeden Menschen ohne Wahlmöglichkeit, Bedürfnisse. Der Unterschied ist nur, der Körper kann sich selber nicht befriedigen, man muss es ihm in die Nähe bringen, dass es sich befriedigt. Der Geist muss wissen, wie er sein Bedürfnis befriedigt. So, es ist nicht falsch, was wir sehen.
Es ist auch nicht falsch, dass wir beurteilen, was der Mann getan hat, ist furchtbar, grausam, unbeschreiblich. Das ist richtig. Aber jetzt kommt die Verarbeitung. Und jetzt kommt das, was ich den Fehler nenne, der dann den Körper krank macht. Und der Geist hat Konflikte, weil er ein Bedürfnis hat. Die Not nach seinem Bedürfnis. Ich denke, wenn durch den Körper, durch das Sehen, durch das Hören und so weiter die Information an die Bedürfnisse des Geistes rankommt und daran abgemessen wird, ob es dem entspricht, dann sendet er natürlich oder dann muss er ja reagieren. Er braucht den Maßstab und diesen Maßstab oder das Bedürfnis hat er festgelegt. So, die Not nach seinem Bedürfnis kann ihn nur in einen Konflikt bringen. Wüsste er, wie er das Bedürfnis befriedigen muss? Es gibt drei Fragen, die er beantworten muss in dieser Geschichte. Und würde diese drei Fragen er richtig beantworten, käme er nie in einen Konflikt. Auch wenn sein Kind ermordet würde. Würde er die Erkenntnis haben, der Konflikt entsteht, ich habe eine Not, aber jetzt kommt das Wie. Wie muss ich das Bedürfnis befriedigen? Weil ich bin dazu verantwortlich als Geist. Wer muss es befriedigen? Und woher? Weil alle Bedürfnisse sind externe Mittel. Können wir den Sauerstoff uns bauen und zuführen? Wir können nur zuführen, wir wissen aber, es muss über die Lunge gehen. Bedürfnisgerechtigkeit. Wie, wer, woher? Wir müssen es stillen. Der Geist hat keine Wahl. Wir müssen unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit stillen. Auch gerade in so einem Fall, wie jemand betrügt dich 35 Jahre und du erfährst es jetzt. So, die große Not des Menschen ist, im Geist des Menschen, ist, er hat bei diesen drei Fragen eine falsche Antwort. In allen Menschen immer gleich. Darum, wenn er so in einen Umstand kommt, und es muss nicht einmal ein großer Umstand sein, schauen Sie, was mich kaputt macht, sind nicht große Umstände, aber diese kleinen Dinge. Und ich muss an meinem Magen erkennen, es ist nicht der andere, sondern es bin ich, der es tue. Ich möchte noch einmal auf diese Grundidee zurückkommen. Der Geist ist in einem Irrtum, welcher ihm die Kontrolle über sich selbst wegnimmt. Und dieser Verlust der Kontrolle in den Umständen führt zu einer falschen Reaktion, die den Körper zerstört. Aber der Kontrollverlust kommt, weil der Geist nicht fähig ist, die Dinge richtig zu erkennen. Ich war unterwegs nach Hause. Und ich habe über Skype ein Ehepaar beraten aus dem Ausland. Und ich lerne durch meine Ratschläge am meisten. Und da die Frau ziemlich zu leiden hatte,
in ihrer Beziehung zu ihrem Mann habe ich ihr vorgeschlagen, sie muss den Zustand erreichen, mit ihrem Mann nie mehr unzufrieden zu sein. Da kommen wir noch am Samstagabend hin. Damit es ihrem Körper gut geht. So, ich war sehr glücklich über diesen Ratschlag. Und als ich fertig war, hatte ich noch ein paar Kilometer bis nach Hause. War Montagabend. Und in diesen kurzen Minuten, die ich noch hatte bis nach Hause, dachte ich, wird es deine Frau je mehr schaffen, dich unzufrieden zu machen? Und ich dachte, was kann sie tun? Und ich fand nichts. Ich dachte, sie kann mich nie mehr unzufrieden machen. Und wie fühlt man sich, wenn man so siegessicher ist? Man fühlt sich wohl. Das ist genau das, was der Körper braucht. Man muss siegessicher sein. Man muss sagen, ja, sie schafft es nie mehr, mich zu ärgern. Und es war super, ich habe mich super gefühlt. Und man kommt dann glücklich nach Hause. Ich war ja wochenends weg, komm, begrüße sie freundlich, packe meine Sachen aus, so wie ich das immer tue. Und dann gehe ich ins Schlafzimmer und mache mich fertig zur Nacht und muss noch aus der Haushaltskasse etwas Geld für den anderen Tag nehmen. Und dann merke ich, dass sie in der Haushaltskasse... So, sie lachen jetzt schon. Lachen Sie nicht so früh. Ein Betrag fehlte. Weil ich habe zwar die Kasse, aber meine Frau hat vollen Zugang zu allen Dingen. Ja? So, ich bin nur der Kassenwart. Sie hat dasselbe Recht aufs Geld wie ich. Und das hat mich nicht gestört, dass es etwas fehlt. Was mich gestört hat und wo ich merkte, in meinem Körper fängt es an zu wurmen, war, dass mir ein Gedanke kam, dass meine Frau mich nicht achtet. Wir hatten nämlich, bevor ich weg war, über etwas gesprochen, was sie unbedingt anschaffen wollte. Und ihr wisst, als Mann braucht man das erstmal nicht. Also meine erste Reaktion ist, nein. Ja, weiß nicht, ob die anderen Männer anders geeicht sind. Aber ich dachte, ich hätte genug, wir hätten uns so geeinigt, dass der Sache nicht gebraucht wird. Aber ihr wisst ja, wie die Frauen sind. Gut, ich meine, ich liebe diese Einstellung an der Frau, dass sie, wenn sie etwas will, es unbedingt durchziehen muss. Die Männer sind leider heute nicht mehr so. Wenn es richtig ist, was man durchziehen will, ist das eine Tugend, oder nicht? Wenn es falsch ist, ist es natürlich nicht so gut. Aber es liegt nicht an der Charaktereigenschaft einer Frau, mit starkem Willen voranzugehen. Das ist nichts Falsches. Ist nur, wie man es benutzt. So. Ich liebe das. Ich würde es mir wünschen, dass mehr Männer so wären, entschlossen, wie ich heute Frauen erlebe. Leider ist diese Fähigkeit des Mannes, zu wissen, was er will, ziemlich ins Wanken geraten. Zumindest die Männer, die ich sehe. Und ich habe lange Jahre auch damit Schwierigkeiten gehabt. Weil meine Frau immer wusste, wo sie wollte. Ja, da gab es nie einen Zweifel. Ja, das steht fest. Und ich musste nachdenken. Ja, so. Das heißt, es ist gut,
wenn man weiß, was man will. Aber wenn man seinen Mann oder wenn der Mann denkt, er wird jetzt nicht beachtet, und so denke ich, aha, sie hält sich nicht an die Abmachung. Nicht? Und in dem Moment stehe ich auf natürlich und mein Körper reagiert nicht gut, weil man steht unter Druck und Strom, genau. Und ich gehe zur Tür, raus aus dem Bad und aus dem Schlafzimmer und an der Tür habe ich den Gedanken, wie wäre es, wenn du dich um diese Sache erst morgen kümmerst? Es gibt Dinge, die muss man, ja, aber man muss sie nur sofort erledigen, weil der Druck dahinter steht. Der Druck ist immer, ohne Ausnahme, ein Irrtum des Geistes. Wenn wir Druck im Körper verspüren, dann sagt uns der Körper zurück, das ist nicht gut, was du denkst. Ohne Ausnahme. Kein Mensch handelt richtig unter Druck. Was heißt das ja? Ja, das ist nicht. Da macht man Fehler, da läuft alles nicht gut. Aber ich sage mir, ich packe das doch so. Und ich gehe raus und ich finde meine Frau nicht draußen. Und sie war schon mit meiner Wäsche hoch, wie sie ja lieb ist. Die Frauen haben das Dienen an sich, eine schöne Sache. Und so führt sie, und so ist sie oben wahrscheinlich in der Waschküche schon, und ich rufe und sage, Schatz, wo bist du? Und ich erkenne an meinem Ton, das ist nicht eine liebevolle Stimme. Das ist keine einladende Stimme. So wie ein paar Minuten vorher, ja, wo man voller Freude, siegessicher, ja, da steht die Stimme unter unserer Kontrolle. Aber in dem Moment, wo ich diese Worte sage, merke ich, ich bin nicht mehr unter Kontrolle. Aber ich schlage die Warnung das zweite Mal aus dem Weg und sage, ich schaffe das schon, ich mache es sanft, ich muss jetzt gemacht werden. Und wisst ihr, meine Frau erkennt sofort, wenn ich im Irrtum meines Geistes bin. Ja? Weil sie reagiert dann nicht einladend, oder? Sie reagiert nicht, indem sie sich öffnet, sondern sie reagiert, indem sie sich verschließt. Aber das tut jeder Mensch, denke ich, oder nicht? Wenn jemand auf den anderen losgeht, um ihn zu hemmen, da wird keiner sagen, ja, bitte, bitte. Jeder wird sich decken wollen. Ist auch ein Irrtum, aber so, auf jeden Fall, ich verliere die Kontrolle über mich komplett. Das heißt, ich schreie nicht, aber alle Fehler, die ich so berate, meine Leute, sie nicht tun zu sollen. Anschuldigungen, unzufrieden sein, beschuldigen, sind drei schlimme Irrtümer des Geistes. Sie schaden vielleicht auch ihr, je nachdem, wie sie das bearbeitet, aber sie schaden vor allen Dingen meinem Magen, meinem empfindlichen Körperteil, wo auch immer das hingeht. Weil ich, wenn ich könnte, was aus meiner Frau machen würde. Was würde ich machen? Was würde mein Geist tun? Um meine Bedürfnisse nach Achtung, brauchen wir Achtung? Ja, meine Bedürfnisse nach Respekt, was würde ich tun, damit das befriedigt wird? Sie zwingen dazu. Ja, so, der Geist ist herrschsüchtig
Und er würde jeden so machen, dass er ihm seine Bedürfnisse befriedigt. Weil er nicht weiß, wer ihm die Bedürfnisse befriedigen muss. So, ich fiel in den Irrtum hinein. Ich musste die Konsequenzen tragen. Und ich war, während ich beschuldigte, während ich die Worte äußerte, mir bewusst, dass es falsch ist, was ich tue. Ich konnte es null kontrollieren. Erst im Nachhinein konnte ich mich entschuldigen. Erst im Nachhinein konnte ich als Christ zu Gott gehen und sagen, okay, ich muss die Sache wieder in Ordnung bringen und mich bei meiner Frau entschuldigen. Aber weil ich nicht gemerkt hatte, wo der Fehler ist, war ich außer Kontrolle geraten. So, ich erzähle Ihnen hier in diesen Abenden die Theorie der Konfliktbewältigung, aber auch der Konfliktentstehung. Aber Sie werden sehen, wenn Sie in der Situation sind, handeln Sie genauso, wie es im Geist geschrieben ist. Ist er an diesen Fragen korrekt? Hat er das geklärt? Und ist er der Überzeugung, dass das so ist? Dann handelt er korrekt, sowohl nach außen als auch nach innen. Der Körper leidet nicht, der Geist leidet nicht. Weil er weiß, wie sein Bedürfnis in dem Umstand befriedigt wird. So, die Menschen, die glauben, sie könnten tun, was sie wollen, wissen nicht, dass sie im Irrtum sind. Jeder Mensch kann aufgrund dieser drei Irrtümer provoziert werden, sich selbst zu zerstören. Jeder Mensch. Es muss nur die Not, das Bedürfnis groß genug sein. Und jeder ist der Sklave und der Zerstörer seiner selbst. Das ist der traurige Zustand des Menschen, des menschlichen Geistes. Weshalb er kämpft, nicht um zu wissen, was richtig ist, sondern er kämpft, um andere dazu zu bringen, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Meine Frau muss herhalten für das, was ich will. Ist das recht? Oh, jede Frau würde sagen, nein, oder? So, aber auch jeder Mann sollte es sagen. Es ist nicht so, dass jemand für meine Bedürfnisse herhalten muss. Das ist ein Irrtum, in dem wir stecken. Aber er ist so tief, so unbewusst. Er ist nicht in dem bewussten Teil unseres Geistes. Er ist in dem, ich sage jetzt mal, entscheidenden, reaktiven Teil des Geistes. Deshalb ist es ja so erstaunlich, dass alle Menschen, eine jede Religion, ganz egal, was er glauben würde, wenn er in eine Situation kommt, die mit seinen Bedürfnissen in Not kommt, dann kommt er und streitet. Dann fällt er in den Konflikt. Nicht, weil er will. Er kann nicht anders, weil er muss das Bedürfnis stillen. Aber er denkt, er muss es so stillen, wie er weiß, dass es richtig ist und weiß nicht, dass es so nicht stillbar ist. Der Irrtum ist, wir wissen nicht, wie wir unser Bedürfnis befriedigen sollen. Wir haben eine völlige falsche Vorstellung, wie es geht, und zwar alle in uns. Wir, ich sage jetzt mal, suchen das Wasser in der Wüste. Der Irrtum ist so, wie wenn man Äpfel unter dem Birkenbaum sucht. Wie viel wird man finden? Keinen einzigen. Wir haben das Wie, das Wer und das Woher durcheinander gebracht. Und solange wir das nicht klären, werden wir streiten und uns vernichten. Und die schönsten Beziehungen, in denen wir leben und strahlen könnten, in der Familie, zwischen Mutter und Kind, zwischen Kind und Mutter,
zwischen Mann und Frau, zwischen Bruder und Schwester oder Bruder und Bruder, Arbeitskollege oder Arbeitskollege. Das Schönste, was wir haben auf dieser Welt, unsere Beziehungen, sind dadurch zu einem Fluch geworden. Jeder im Kampf für das Stillen seines Bedürfnisses, würde er den anderen zwingen, beherrschen und damit alles andere tun als das Richtige. So, ich hoffe, dass wir in diesen Tagen noch mehr das verstehen können, dass wir diese Dinge aufdecken anhand der Beispiele, die wir angehen werden, morgen Abend zwischen Mutter und Kind und Kind und Mutter. Das ist eines der schönsten und tiefsten Beziehungen und sollten an sich die besten sein, aber sie sind die allerkrankmachendste Beziehung. Warum? Warum ist das, was so schön ist, wo ein Leben aus dem anderen entsteht, warum soll das zu einem Krieg kommen? Ist absolut unverständlich für einen normalen Menschen denken, oder nicht? Denkende Menschen? Warum sollte das nicht etwas sein, was man, wenn auch das Kind erwachsen ist, weitergehen sollte als eine super Sache? Aber macht die Mutter es absichtlich, dass sie was Falsches tut? Wir werden morgen einige Fälle sehen. Und machen die Kinder es absichtlich, wenn sie gegen die Eltern sind? Doch auch nicht. Sie sind alle nur Betrogene. Ein jeder von seinem eigenen Geist. Deshalb muss der Mensch erstmals erzogen werden. Das heißt, er muss erstmal die Information bekommen, entsprechend der Funktion seines Körpers, was richtig ist im Denken und nicht richtig ist. Und wir müssen diese geistigen Dinge anhand der Funktion des Körpers, der nicht lügen kann, messen. Und wenn wir es daran messen, werden wir sehen, es macht Sinn auch für unseren Geist, dass es so sein muss und so besser ist, wie wir es jetzt annehmen. Und dann müssen wir sehen, wie kommen wir aus dem Irrtum raus. Und wenn wir aus dem Irrtum draußen sind, was ja ein schrittweiser, ich sage jetzt mal, Lernprozess ist, dann sind wir frei. Und ich will frei werden. Ja, möchte. Ich werde nie mehr sagen, meine Frau kann mich nie mehr provozieren. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir das bei keinem Menschen mehr sagen kann. Aber ich stehe in Ab-8-Stellung. Das heißt in Wachstellung. Weil ich zwei Dinge habe. Ich habe einen Geist, der will die Wahrheit, der will wissen, der will Selbstkontrolle haben. Das will ich unbedingt. Das ist ein Bedürfnis. Das ist die Freiheit. Ja, solange etwas, was meine Frau tut, mir meine Freiheit raubt, bin ich ihr Sklave. Verkauft. Ohne Wahl. Ja, oder des Kindes. Es gibt ja nicht nur die Frau. Ich gebe es als Beispiel. Ja. So, ich will daraus. Ich werde mich aber nicht mehr wagen, es zu denken, dass ich schon kann. Ich werde lieber wachsam sein. Aber ich will sicherlich nicht stehen bleiben, zu sagen, jetzt habe ich es nicht geschafft und ich werde es nie schaffen. Nein, nein. Ich bin zwar nicht ein schneller Mensch und nicht ein schnell denkender Mensch, aber wenn ich etwas mal will, ich wollte als Jugendlicher in die Freiheit aus Rumänien. Und wir haben es geschafft, in die Freiheit zu kommen. Und jetzt will ich aus der Freiheit meines Geistes erreichen. Jetzt will ich wirklich frei sein und mich kontrollieren können. Weil ich kann die Umstände null kontrollieren. Dass einer kommt und mir mein Kind umbringt, das kann ich nicht kontrollieren. Dass einer kommt und mir mein Haus abbrennt, dass einer kommt und ich weiß nicht, was tut, das steht absolut null unter meiner Kontrolle. Aber wie ich damit umgehe, das muss unter meiner Kontrolle stehen. Und es nutzt nichts, wenn so etwas passiert, wofür ich nichts kann, ich auch noch drauf gehe. Und das durch meine eigene Denkweise. Das ist nicht mein Ziel. Ich will frei sein und ich hoffe,
sie auch. Ich will eines Tages so lieb und so nett und geduldig sein, dass mich niemand mehr dazu reizen kann, mit ihm zu streiten. Ob er Recht hat oder Unrecht, muss ich lernen, stehen zu lassen, weil es hat mit mir letztendlich nichts zu tun. So, ich hoffe, wir werden noch ein paar, drei Abende, spannende Abende haben, wo wir diese Dinge kauen und kauen und hoffentlich lernen, sie umzusetzen. Und nette Menschen, die, ich denke, einer, der nicht streitet, ist ein begehrenswerter Mensch. Ich denke, mit dem ist man gern zusammen. Und ich möchte so ein Mensch werden. Danke fürs Zuhören.